Gerade noch rechtzeitig konnte die Kaiserin ihr Baby vor dem Kaiserberater Mer retten. Yuan hatte nämlich blaue Augen. Mao San hatte gehofft, dass der Kaiser als Vater seine Angst vor der Weissagung überwinden würde. Doch sie hatte sich getäuscht. Schnell übergab sie das Bündel ihrer ersten Dame Muadan und bat sie, ihre Tochter an einen sicheren Ort zu bringen und gut für sie zu sorgen. Sie solle Yuan wie eine Prinzessin erziehen, doch ihr nie verraten, dass sie eine sei. Ihr Leibwächter, Huan, würde sie beschützen.